geschlafen? Nicht so gut. Ich habe geträumt, dass ich mich meiner Mutter gegenüber wie ein Idiot benommen habe. Hör zu. Oh. Verhext. Hey. Entschuldige. Nein, ich muss mich entschuldigen. Ich hätte dir sagen müssen, warum ich da nicht hingehen kann. Ich wollte es wirklich, Luke, aber allein die Vorstellung, diese Halle zu betreten... Da hat Dan mir gesagt, dass er aufs College geht, und zwar ohne mich. Und plötzlich war alles anders. Es gab bisher noch keine Sekunde, in der ich meine Entscheidung bereut habe, okay? Keine einzige. Aber trotzdem war das damals ein verdammt harter Tag für mich. Er hat sich für Basketball entschieden in dieser Halle. Es tut mir leid, dass du dir das anhören musst, aber ich will dich auch nicht anlügen. Tut mir leid, dass du das erlebt hast. Ach, Luke.